Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ja, ein Pullover ist es. Ich werde das mal so runter machen, damit ihr das so seht. Wir müssen das erstmal auspacken. Und zwar ist das nicht ein x-beliebiger Pullover. Diesen Pullover gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt, und zwar meinen. Das ist nämlich eine Eigenkreation. Werde ich euch auch gleich erklären können. So. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er, das gute Stück. Also ihr kennt den Pullover schon als T-Shirt. Ich werde das mal so machen, dass ihr das so seht. Ich hatte schon mal ein Unboxing gemacht zu dem T-Shirt. Das ist jetzt praktisch der Pullover dazu. Ich habe es mir als Pullover drucken lassen. Sieht auch recht geil aus. Auch hier wieder die ganzen kleinen weißen Dinger. Ein bisschen verwaschen sieht es aus. Aber das soll, glaube ich, so sein. Muss ich mal mein T-Shirt dazu halten. Aber sieht recht geil aus, muss ich sagen. Hier oben steht auch wieder Odin. Ja, die Germany steht halt auch da. Aber naja, Odin ist halt wichtig. So, und jetzt auf T-Shirt drucken lassen gibt es jetzt schon, und das könnt ihr euch halt auch auf Pullover, ich mache das mal so hoch, wenn ihr da anruft, machen die das auch gerne für euch auf Pullover. Ich habe natürlich ein bisschen mehr bezahlt, weil ich wollte noch ein bisschen Extras haben. Ja, und die werde ich euch gleich mal zeigen, aber Odin finde ich oben natürlich nicht so schön, muss ich gerade sagen. Das sieht so ein bisschen verwaschen aus. Also da ist der Druck nicht sauber. Na, ich muss mal mein T-Shirt dazu halten, vielleicht sieht es da genauso aus. So, dann haben wir hier hinten, ich werde mal das Paket hier so holen, so, haben wir hier hinten noch Schrift. Da habe ich mir die drei Dreiecke, die ihr von mir ja schon kennt, also auch Gummidruck, hätte ich gerne einen Flock gehabt, aber okay. Ja, das Rot vielleicht ein bisschen kräftiger. Na, beim nächsten Mal mache ich das Rot ein bisschen kräftiger und nicht so dunkelrot. Und das ist halt Odins stärkste Rune. Und also jede von diesen Ecken steht für was. Götter, Menschen, Runen, Asatru, die drei Norn und die neun Welten. Weil in meinem Glauben gibt es neun Welten. Und dafür steht das. Und insgesamt steht das Zeichen für meine Seele ist dem Odin geweiht. Das steht ja auch hier in Runenschrift außen rum. Und auf den Ärmeln habe ich mir so von oben nach unten Odin statt Jesus draufdrucken lassen, auf beide Ärmel natürlich. Ja, wenn wir mal dazu packen, weil ich bin Heide, ich stehe dazu, und ja, hier steht auch Odin statt Jesus. An sich richtig geil geworden. Also mir gefällt da, der Rückendruck sieht richtig geil aus, aber vorne, das nervt mich da so ein bisschen, dass das so ein bisschen verwaschen aussieht. Das werde ich mal mit meinem T-Shirt vergleichen. Weil da möchte ich sagen, sah der Druck etwas sauberer aus. Nämlich werde ich da nochmal Rücksprache mit der Firma halten. Aber sieht so an sich schon recht geil aus. Ich finde dieses Motiv, dieses Grundmotiv an sich finde ich so mega geil. Dass hier aus, wartet mal, muss ich das nochmal ein Stück hoch machen. Dass hier praktisch Odin in der Mitte zentral drauf ist. Ich werde mal so machen, vielleicht seht ihr das besser, wenn ich ranzoome. So. Odin zentral, hier ist Odins Bart, und aus dem Bart werden die Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil. Ja, und hier sind die Wölfe Geri und Frigi, und hier sind so die Raben Hugin und Munin. Odin hat auch nur ein Auge, so wie es sein muss. Ah, da musste ich das gleich mal beniesen. Oh, da bin ich ja richtig, richtig heiß. Den werde ich heute auch gleich anpellen. So. Erstmal wieder in die Tüte, damit er nicht zu sehr vollgehart wird. Ja, jedenfalls habe ich da angerufen bei der Firma und habe gesagt, dass ich dieses Motiv halt so geil finde.
und ich dieses Motiv halt gerne als Pullover hätte. Ob das möglich wäre, haben sie gesagt, ja, das ist natürlich kein Problem, können wir machen. Oh, ich muss mal wieder rauszoomen, das sieht ja, das sieht doof aus. So, ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Haben sie denn auch gemacht für mich. Und dann hatte ich natürlich Sonderwünsche, weil wenn ich mir das schon als Pullover anfertigen lasse, nach meinem Wunsch, dann möchte ich natürlich auch halt hier Odin statt Jesus, hinten die drei Dreiecke. Ich habe ja, wie gesagt, ihr habt ja schon den weißen Odin-Pullover von mir gesehen. Da steht vorne nur in Runen Odin drauf und hinten auf dem Rücken sind auch diese drei Dreiecke mit dem Schriftzug. Ja, ist so eine Eigenkreation von mir und gefällt mir halt sehr gut. Und ja, und der Pullover ist gut gelungen, also den werde ich heute auf jeden Fall nachher gleich mal anpellen. Ich würde mich jetzt denn erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.